Er galt als Stilikone und schrieb in den 60er und 70er Jahren Filmgeschichte. Der österreichische Schauspieler Helmut Berger ist tot. Er starb im Alter von 78 Jahren in Salzburg. Seine Karriere begann er als Fotomodell, bevor er vom italienischen Regisseur Luchino Visconti entdeckt wurde, mit dem er auch in einer Beziehung lebte. In dessen Filmen Die Verdammten und Ludwig II. An der Seite von Romy Schneider wurde Berger berühmt. Später machte er mehr mit exzentrischen Auftritten von sich reden.